Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19, 6004 Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Donnerstag, den 9. September 2021 und sind bei Aufgabe Nummer 10a. Ich habe bis also heute Vormittag oder Mittag habe ich noch am Thema Plusquität geschaffen. Ich habe den Beweis von der Anwendung von der Plusquität bzw. von einer bestimmten Formel in Bezug auf Quadratzahlen. Also ich habe aufgezeigt, wie man Quadratzahlen mit Plusquität ausdrücken kann. Ich werde dort sicher noch weiterarbeiten, aber in der Zwischenzeit wollte ich noch ein paar Lektionen in Bezug auf Aufgabenlösung erstellen. Wir haben hier ein Quadrat bzw. ein Quader, ja, also Quadrat ist zweidimensional, ein Quader hingegen dreidimensional. Wir haben dann Eckpunkte A und C, eine Diagonale, also eine waagerechte Diagonale, die wird oben mit den beiden Seiten, wie nennen wir das, Seitenkanten halbierende oder Kanten halbierende, ja, die hintere Kante und die Kante auf der linken Seite. Ich nenne das H für halbierende. Halbierende 1. Oder Hälfte 1 und Hälfte 2. Auch da haben wir eine Diagonale. Und wir verbinden die beiden Punkte unten mit A. Sowie mit C. Wenn wir jetzt das hier machen, also wenn wir jeweils die Punkte miteinander verbinden, was hier entsteht, ist ein Trapez mit der Mittellinie M. Also auf halber Höhe, wenn man jetzt die Höhe vom Quader nimmt, ist es dann die Höhe vom Quader. Das ist eine Frage. Ich würde eher verneinen, warum, weil die nicht senkrecht im Raum steht. Also das Trapez steht nicht senkrecht im Raum, sondern hat eine leichte Neigung nach hinten. Heisst also, dass sie wahrscheinlich weniger hoch ist als die Höhe vom Quadrat. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Eine andere Information, die wir hier haben, ist, dass wir hier 12 cm Breite haben vom Quader. Also, der Quader ist 12 cm breit, hoch und tief. Auch das wissen wir. Und wir wissen gleichzeitig, dass das Trapez gleichschenklig ist. Also, wenn wir jetzt das Trapez hier rausnehmen und hier darstellen, dann sieht das ungefähr so aus. Ja, also, die beiden Winkel hier sind gleich gross. Die spiegelt sich. Wir haben hier den Punkt H1, hier haben wir den Punkt 2. Wir haben den halbierenden, ja. Hier ist A und hier ist C. Und jetzt haben wir hier einen M. Und jetzt müssen wir aufpassen, die Höhe hier, das ist nicht 12 cm hoch, ja. Also das Quadrat ist schon 12 cm, aber wenn wir das jetzt mal von dieser Seite hier würde anschauen, ja. Dann haben wir hier unten rechts den Punkt A. Der Punkt A. Und hier oben nennen wir den Punkt oben A eine Kopie davon, ja. Einfach senkrecht drauf. Wenn wir das so haben, dann ist H da eine. H1, ja. Das heisst, das Trapez steht so im Raum und geht dann da, also wenn man jetzt das hier noch so hinten zeichnen würde, so hinten. Und da hinten ist irgendwo der Punkt C. Ja. Jetzt muss man sich darüber bewusst sein, dass wenn wir jetzt eine Hälfte nehmen, die Mittellinie oder ja, also die Halbhöhe zwischen A und H,
Also wenn jetzt H1 hier oben wäre, dann wäre hier die Hälfte. Wenn jetzt das aber dahinter liegt, dann ist die halbe Höhe ungefähr da. Das die halbe Distanz. Und das muss tiefer unten sein. Warum ist das so? Nein, es ist auf der gleichen Höhe. Es ist auf der Höhe 6 cm. Es ist auf der gleichen Höhe. Dass es auf der gleichen Höhe ist. Dann würde das bedeutet, dass wir hier oben 6 cm haben und hier 6 cm. Dann haben wir hier eine 12 und 12, 24, also 12 Quadrat plus 12 Quadrat. Die Wurzel davon ist 2 mal 12 Quadrat unter der Wurzel und das ist 2 mal 144. Also 288 unter der Wurzel. 288 unter der Wurzel. Das geht. Sechzehn. Das heisst nachher, dass die Strecke das 16,97 ist, also ist da die Hälfte etwa 8 und da unten dran auch 8. Komma irgendetwas, 4,5, 4,85, ja, 8,485, ja, das ist richtig, 8,485. Aber auf der gleichen Höhe ist denn das. Gut, dann hätten wir das erklärt. Ich denke, das muss so sein. Die Frage ist, brauchen wir das überhaupt? Das ist aber trotzdem etwas, wo, das mir jetzt gerade wichtig war, dass ich das gerade für mich prüfen. Jetzt haben wir also die Aufgabenstellung, der Schenkel von A zu M oder zu H, genau, von A zu H1 zu berechnen. Von A zu H. Wie groß ist also die Distanz da? Von A zu H1. Wie groß ist die Distanz? Das ist die Frage. Wie berechnen wir das? Wir haben nochmal die Seite, die Sichtweise. Dann haben wir hier unter den Punkt A, und hier oben haben wir das H1. Das wird so miteinander verbunden, das steht ja so im Raum. Also muss hier die Distanz, die Höhe ist 12 cm, hier die Breite ist 6 cm, dann muss hier die Hypotenuse von A zu H was sein. Das ist ja dann da gegenüber vom rechten Winkel, also ist die längste Seite. Also haben wir einfach 12 Quadratzentimeter plus 6 Quadratzentimeter unter der Wurzel. Und das ist 12 Quadrat und Quadratzentimeter plus 6 Quadrat und Quadratzentimeter. Das geht wiederum 144. Quadratzentimeter plus 36 Quadratzentimeter. Und das ist wiederum 144 plus, das ist 180 Quadratzentimeter zusammengenommen. Also gibt es 180 unter der Wurzel mal Quadratzentimeter unter der Wurzel. 180 ist also 13,4164 Zentimeter.
13,4164 cm. Wenn man das runden will, also ich habe schon gerundet, ich habe nachher 0,787 nicht aufgeschrieben, aber wenn man jetzt das runden will, dann ist das 13,42 oder 13,416, wie man will, ja. Das wird jetzt hier nicht vorgeben, wie genau wir runden müssen, aber wir können sonst können wir die 13,4164 lassen. Sonst sind wir 13,41 cm Länge, ja. Das heisst hier das X, ja. Da können wir schon mal die Lösung einschreiben, dann haben wir 13,416 cm Länge. Da sich das spiegelt, hier in der Mitte, haben wir auch auf der anderen Seite eine Strecke von 13,416 cm von C nach H2. Das heisst also, wir können hier nachher direkt hinschreiben, gleich 13,416 cm Länge. Das nehmen wir mit. Und dann haben wir hier noch, also nicht nur AH1, sondern von A zu H1 gleich von C zu H2. Und mit dem haben wir das jetzt erstellt. Gut.